Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Watch Dogs 2 hier vom Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich stehe hier noch dumm in der Ecke rum und warte eigentlich nur drauf, dass die ganze Bullerei verschwindet. Ah, oh, jetzt kommt natürlich ausgerechnet. Fährt vorbei. Jetzt kommt da ein Bulle. Sind da viele drin hier? Wollen Sie wirklich im Leichenvergang gehen? Geben Sie auf! Ich frage mich, warum. Okay, jetzt funktioniert's. Seht euch um! Nein, 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 du attackst mich nicht. Nein! Oh, du Wichskill! Das kann doch nicht sein. Ich bin Mitarbeiter, ich hab ein Nudelshirt an. Aber wie ist der Ton gerade so ein bisschen arg gedämpft? Hört ihr das? Lass uns mal. Lass uns mal entspannt suchen und dann machen wir hier keine Experimente. Aber irgendwie ist der Ton klingt der Moment ein bisschen scheiße. Na komm, ein bisschen schneller. Ist weg. Hört ihr das? Oder liegt es an meinen Kopfhörern? Ah, da geht's hoch. Okay. Ich hab's gefunden. Ah, da werde ich mal nach der Folge die Aufnahme wieder neu das Spiel neu starten müssen. Hör mich doch. Hi, hallo. Achso, wir haben ja was essen. Genau. Wieso? Was für scheiß Köter? Komme ich denn da rein? Hä? Ich muss in den Raum rein, um was zu hacken. Also um die Code zu kriegen. Vielleicht muss ich hier gucken, wo das hier lang geht. Hm.
Aber hier kann ich nicht physisch hacken, weil ich hier... Ach doch, hier geht's auf einmal... Ach so, mit dem geht's ja, stimmt. Mit dem Quadrocopter ging's nicht. Das müsste der Raum, wo der Quadrocopter sein. Der müsste... Okay. So, fahren wir mal wieder zu hoch. Aber wahrscheinlich muss ich für die Geschichte oben persönlich anwesend sein. Der Ton hört sich im Moment total creepy an, also... Achso, ich wollte gerade sagen, warum. Nein. Wo denn? So, oh, hier liegen ja lauter tote Leute oben. Ich kann hier nicht reingehen, oder doch? Nein, 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 nein. Wieso? Kann er mich entdecken, wenn er mit dem Rücken zu mir steht? Oh nein, ich glaube, wenn ich gleich wieder entdeckt werde, da kommt, läuft nämlich gerade einer unten lang. Oder läuft er über mir lang? Nope, er läuft über mir lang. Ich brauche Hilfe! Wie kannst du mich da oben entdecken? Wie geht das? Anstelle, es gibt ein mögliches Ziel in Ihrem Gebiet. Das geht doch gar nicht! Es ist echt unglaublich, wie dumm es manchmal einfach nur ist. Ach du Scheiße, muss ich das jetzt nochmal machen? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Mal ganz ehrlich, da hätten sie mal einen besseren Speicherpunkt, ey. Zum Beispiel, als ich... Oh. Ich hab Kopfschmerzen. Nudelgelände nicht unglaublich?
natürlich jetzt ein Security. Sehr geil. Der sich den Kasten anguckt. Oh, Leute. Dass er das Ding jetzt entdeckt. Wenn ich am Hacken bin. Magst du mal weggehen? Lol. Eigentlich dürften die sich ja an so einem Teil gar nicht stören, weil das ist Silicon Valley, hier werden da solche Teile täglich oder ständig rumfahren. Oh. Ah ne, ich hab vergessen. Den Code oben mit. Ich dachte, ich kann jetzt rüber. Fortune 500 Unternehmen mit neutraler CO2-Bilanz. Ich bin stolz auf euch. Security. Das Blaue nervt. Ein Moment. So, jetzt kann ich das jetzt irgendwie speichern. Mehr als die Hälfte unseres Stroms. So, wo müssen wir jetzt hin? Da haben wir das genommen. Da haben wir das. Wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin. Kopierer und kopiere ja Sachen. Was zur Hölle? Dum, 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 kopieren. Fleißig kopieren. Ganz fleißig kopieren. Ich arbeite hier nur. Dum, 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 dum. Nein. Jetzt entdecken sie mich. Dumm, ihr habt nichts gesehen. Ich bin hier nur am Kopierer. Setze ich mal wieder mein kleines Tierchen ein. Ich spiele hier nur mit meinem Spielzeug. Wo geht's denn hier hin? Ah, okay, wir hätten das auch so rum machen können. So, jetzt müssen wir irgendwie... Agent getroffen!
mich nicht ein. Suchformation. Auswärmen. Bitte, ich möchte nur die Verletzten. Vorwärts! Gott, die machen alles noch schlimmer. Alles sauber, ich suche woanders weiter. Ich muss gleich kotzen. Reiß dich zusammen! Reiß dich zusammen! Und dann kommst du raus. Die helfen sich wieder hoch. Alter Schwede, ist es dezent. Im Ernst, Bro? Lass dir Zeit. Kein Druck. Reiß dich zusammen, Rachel. Ich bin fast beim Aufzugsschacht. Aufzüge. Rachel, fahren die zum Serverraum? Ja, aber nicht für dich. Gesichtserkennung, und zwar gute. Geh stattdessen in den Wartungsbereich. Weißt schon, wie geplant. Okay, okay. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo muss ich hin? Hey Bro, bin jetzt beim Aufzug. Horatio? Er ist weg. Warte, wir versuchen ihn zu finden. Das hier ist eine Sackgasse. Ich komme nur mit Horatios Code in die Serverfarm. Hast du ihn gefunden? Hab sein GPS, aber er antwortet nicht. Ich patch dich rein. Na, wenigstens etwas. Die Tastenanschläge auf deinem PC sind Beweis genug, um einzufahren. Aber ich will, dass du es zugibst. Du glaubst nicht, wie gern ich dich sagen hören will, dass du es versaut hast. Hey Mann, ich will hier nicht der Böse sein, okay? Okay. Ich sag's dir ganz ehrlich. Was? Wie? Wie kann... Wer hört denn... Was zum... Jetzt reicht's. Das ist der reinste Zirkus. Diese IT-Deppen müssen endlich was tun. Ja. Ja, ich bin hier in Jasmin's Büro. Habt ihr das gehört? Ja, ihr Vögel habt alles im Gebäude mit demselben Netz verbunden, auch das Spielzeug. Könnt ihr abstellen, dass ihr alles verrückt spielt? Okay, und hier ein heißer Tipp. Nicht entschuldigen. Lieber gleich von Anfang an richtig machen. Ja. Im Ernst? Ich weiß. Aha. Wirklich?
43778, alles klar. Das sind sehr ernste Anschuldigungen, die Sie vorbringen. Wir brauchen einen sicheren Raum. Tja, die Beweise sprechen für sich. Mr. Carlin, ich fürchte, ich muss Sie bitten, mir zu folgen. Oh Junge, ich glaube, der ist in argen Problemen. Du hast es drauf, Horatio. Halt einfach durch. Okay. Ach, du Scheiße. Wir haben hier alles ziemlich gut gesichert. Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Zentralserver finden. Okay. Ist das der Zentralserver? Also. Shit, der Falsche. Okay, den müssen wir wahrscheinlich noch weiter hacken. Raus. Doch, hier komme ich raus. Okay, bumm. Bumm. Bumm, bumm. Bumm. So, gucken wir mal hier. Bist du der Richtige? Bist du der Richtige? Wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich ist es der Letzte. Das ist er. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Nee, das habe ich jetzt ernst gesagt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Habe ich das jetzt nicht erwartet. Nudelquack-Echse. Noodles Daten sind jetzt Dadsex-Daten. Ich bin raus, aber Horatio sitzt in der Klemme. Kann einer von euch einem Bruder helfen? Wir haben Zugriff auf jeden Arbeitsplatz bei Noodle, einschließlich Horatios und den von Brody. Moment, hab gleich alles soweit. Gut, dann lass mal sehen. Okay, erledigt. Mal sehen, wie es Horatio geht. Ich hoffe, er kriegt doch eine Beförderung. Ich bedauere, dass Sie nicht mit uns kooperieren möchten. Ich rate Ihnen dringend dazu, sich rechtlichen Beistand zu suchen. Ja. Alter, das ist ein großer Hörer. Sie haben die Tastenanschläge? Ich verstehe. Vielen Dank. Alter, was hatten die? Hat die eine Schlaftablette genommen oder was? Mr. Carlin. Ich muss mich entschuldigen. Offenbar haben wir einen großen Fehler gemacht. Ich... So eine Überraschung. Ich bitte um Verzeihung. Sie können natürlich gehen. Bin nur froh, dass ich das geklärt hat. Wow, das ist ein Irrtum. Ich meine, er... Mr. Goodale, nehmen Sie Platz. Aha. Ich glaube, okay. Ich glaube nicht, dass... Setzen! Nice. Ratio, das war heftig. Alles gut? Mir geht's besser als gut. Wo bist du gerade? Wir treffen uns vor dem Nudelbus. Alter, was geht denn hier ab jetzt drin? Oh, ist ja. Völlige Eskalation. Okay.
Hey, ich bin in einem riesen Kühlraum. Irgendeine Idee, wie ich hier rauskomme? Ja, kein Problem, Mann. Im hinteren Teil ist ein Entwässerungsrohr, durch das du einen äußeren Zugang erreichst. Cool, danke. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Egal. Yeah! Doch, es ist eine gute Idee. Du hast Horatios Tastenanschläge durch Goodales ersetzt? Niemand schikaniert unseren Horatio und kommt damit davon. Echt heimtückisch, Citara. Ich nehme das als Kompliment. Niemand darf Citara anpissen. Wieso? Warum? War wohl so beabsichtigt. Okay. Dann haben wir die Mission auch gemacht. Haben wir Nudel mal gezeigt, wo die Nudel hängt. Nee. Macht gar keinen Sinn. Und ich werde dann mal eine Pause machen, weil ich habe nämlich echt Hunger. Das war cool. Das war mega cool. Yo, wie läuft der Transfer? Echt top, Marcus, top. Bloom zapft definitiv die Leitung von Nudel an. Die haben Nudel sogar Teilzugriff auf ihre Inhalte gewährt. Ich bin ja auch für Frieden und Kumbaya, aber der Shit hier trägt eindeutig Dushans Handschrift. Wenn Bloom und Nudel auf die Art kooperieren, das ist ein Riesenfund. Aber es macht mir echt Angst. Ach kommt schon, so schlimm ist Nudel nicht. Hey, was geht, Horatio? Hey, viel Spaß mit dem Dump. Aber hebt mir ein Bier auf, okay, Ranch? Ich muss jetzt erstmal codieren. Hey, danke, Mann. Ich weiß das alles wirklich zu schätzen. Klar. Aber kannst du dich jetzt mal verziehen? Du machst die Leute nervös. Was? Hey, hast du den Orangapfel probiert? Lecker, oder? geil. Du siehst aus wie jemand mit vielen wertvollen Informationen. Die Kampflespe. Gut. Sag mir alles, was du über DedSec weißt. Ha. Mission abgeschlossen. Ja, wo bleiben die Follower? Dauert halt ein bisschen. Der Zodiac-Killer! Ich hab schon mitten in der Sitzung die Cops in Kampfanzügen durchs Fenster springen. Dun, dun, dun. Gut, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend, Hauptmission Bloom erledigen. Wir machen morgen mal den Zodiac-Killer. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Watch Dogs 2 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.